Okay, hallo Johannes. Hier sind wir in Hamburg beim Cold Sprint, also Drupal Cold Sprint. Ich zeige einfach nur ein bisschen, wie das Wetter aussieht hier. Es ist März, es ist Frühling und es ist schön verschneit. Und wir fassen uns kurz, damit wir nicht frieren hier draußen. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen zur Zusammenarbeit zwischen Drupal-Entwicklern weltweit und wie das funktioniert mit dieser IRC. Gibt es, es gibt die Issue Queue und einfach, dass du mir erzählst, vielleicht erstmal, was ist diese Issue Queue überhaupt? Ja, gerne. Also wir haben in Drupal eine zentrale Seite, Drupal.org. Da werden alle Issues, Probleme etc., Feature-Requests in einer großen Issue-Queue zusammengefasst. Das kann jeder machen, der sich da anmeldet und ein Problem mit Drupal hat. Und die Community versucht dann eben diese Probleme aus dem Weg zu schaffen oder eben diese Features zu implementieren. Und gerade so ein Wochenende wie das Sprint-Wochenende eignet sich dazu, eben auch größere Brocken mal wegzuschaffen. Und da gibt es eben die große Issue-Queue, bei denen in der die einzelnen Issues eben nach Priorität getaggt werden und auch in die einzelnen Bereiche aufgeteilt werden, damit die Leute wissen, in welchem Bereich fällt das, wer kennt sich da eventuell mit aus. Und so kann man eben mit dieser Arbeitsvorlage das Projekt einfach Stück für Stück nach vorne bringen und hat eine Struktur drin. Mhm. Und wer stellt diese Issues ein? Also jetzt arbeitet eigentlich niemand mit Drupal 8 so richtig, oder? Also niemand nutzt das produktiv und wem fallen diese Probleme genau damit auf? Meistens sind es die Entwickler, die einfach Drupal 8 testen und sehen, dass da und da noch Probleme auftauchen. Aber es sind auch teilweise einfach Issues, die vielleicht schon in Drupal 7 bestanden haben, wo ein End-User gesehen hat, okay, das brauchen wir eigentlich, damit wir standardmäßig mit Drupal 8 oder mit Drupal arbeiten können. In Drupal 7 war das Feature aber eben nicht mehr in dem Bereich, dass man es in Drupal 7 direkt implementieren konnte, und dann hat man es eben auf Drupal 8 geschoben. Und wenn du dir ein Issue aussuchst, woran orientierst du dich? Also ist es einfach das, worauf du Lust hast, oder das, was für dich besonders wichtig ist für deine Arbeit, oder hast du irgendwelche Dinge, die dir besonders wichtig sind? Also aktuell ist es bei mir so, dass ich in der Vergangenheit habe ich ziemlich viel mit Views gemacht, den Contrib-Modulen auch einige Sachen beigesteuert, und dadurch, dass jetzt Views im Core ist, schaue ich gerade eben nach den Views in Core-Issues, um da ein bisschen auszuhelfen. Da gibt es auch noch genug zu tun, von daher habe ich jetzt auch gar keinen Blick auf die anderen Felder geworfen, weil eben da auch noch einige Sachen abzuarbeiten sind. Sind alle Issues auf Englisch oder sind sie teils auf Deutsch, teils auf Englisch? Die sind komplett auf Englisch, weil Englisch eben die weltweite Kommunikationssprache ist, macht es auch nur Sinn, Issues auf Englisch einzustellen. Ja, okay. Und dann kommen wir zum IRC. Das, erzähl mir einfach ganz grob, was ist dieser IRC? Sie ist im Endeffekt ein großer Chat mit vielen verschiedenen Chaträumen, in dem man sich von seinem Heimcomputer, Laptop, auch teilweise vom Smartphone einwählen kann. Und dort gibt es dann Channels, viele Drupal-Channels, bei denen man sich eben zu bestimmten Themen austauschen kann oder einfach kommunizieren kann mit den anderen Entwicklern, die gerade an Issues arbeiten, und hat so eben ein gemeinsames Kommunikationsmittel, was jeder nutzen kann. Ja, okay. Und also heute sind wir alle persönlich hier vor Ort, also so, ich weiß nicht, so heute und gestern waren so 14 Leute, glaube ich, schätze ich mal. Wie wichtig ist die internationale Zusammenarbeit? Also zum einen höre ich immer wieder von den Leuten, dass es wichtig ist, dass man sich auch mal vor Ort trifft. Andererseits ist es eine globale Bewegung. Wir treffen uns alle gleichzeitig in vielen Ländern. Was ist für dich, wie spielt das zusammen? Es ist auf alle Fälle immer spannend, einfach den internationalen Charakter des ganzen Projekts mitzunehmen, weil jede Region gerade auf spezielle Funktionalitäten ihre eigenen Anforderungen haben, und man einfach einen wesentlich breiteren Austausch kriegt, wenn man sich international eben austauscht und mit den Leuten kommuniziert. Und da Drupal auf der ganzen Welt eingesetzt wird, ist es natürlich auch spannend, was die Leute in Australien, in den USA, in Indien oder anderswo machen und wie sie Drupal da einsetzen. Spannend. Ja, dann vielen Dank und ich lasse dich dann weiterarbeiten. Okay. Tschüss. Tschüss.